Willkommen zum Komitee für Almanach- und Kalenderangelegenheiten, Ihrem Experten für innovative Kalenderlösungen. Hier bei KAKA legen wir Wert auf Qualität, Innovation und das individuelle Wohlergehen unserer MitarbeiterInnen. Mit unserem hochqualifizierten Team und unserer langjährigen Erfahrung sind wir stets bestrebt, Ihre individuellen Anforderungen zu erfüllen. Entdecken Sie jetzt unsere breite Palette an Produkten und Dienstleistungen und lassen Sie sich von unserer Expertise überzeugen. Vertrauen Sie auf KAKA für exzellente Qualität. Aufpassen muss die jetzt um. Ich glaube, die machen dann furchtbaren Blödsinn aus. Herr Meister? Ja. Können Sie bitte den Raum verlassen? Ja. Bin schon weg. Wir haben einen Termin, das wissen Sie. Ja. Also, dann zurück zu unserer Angelegenheit. Wie man sehen kann, wir haben ein Problem in unserer Firma. Die Profite sind im letzten Quartal um ganze 4% gesunken. Das ist inakzeptabel. Möglicher Grund ist natürlich die Produktivität, die wir über das letzte Quartal ebenfalls mitgetrackt haben. Die hat sich ebenfalls um ganze 6% verschlechtert. Das ist einfach nur schrecklich. Da, ich weiß nicht mehr, was wir dran sollen. Also stellt sich die Frage, was können wir machen, um unsere Firma, die, so wie es weitergeht, in 43 Jahren vor dem Bankrott steht, zu retten. Wir müssen doch auf unsere 30.000 Mann starkes Kleinunternehmen aufpassen. Genau. Ich habe die beste Idee. Wir streichen diese 13 Tage, in denen unsere armen Mitarbeiter, die dann vor Freizeit eh nicht wissen, was sie tun sollen, nicht in die Firma kommen können. Dabei können wir im Jahr ganze 13 Tage an Arbeitsproduktivität wieder hereinholen. Also, meine Idee, wir streichen alle Feiertage aus dem Kalender. Es gibt keine Ferien mehr, es gibt keine freie Zeit mehr und wir können alles für unsere Mitarbeiter tun, dass sie arbeiten können. Daher meine Idee, die wir auch umsetzen werden, wir sperren alle Feiertage weg. Wir streichen sie komplett aus dem Kalender. Das können wir machen im Sommer, sofort umsetzen und anhand von einer Testgruppe anschauen, wie das Ganze sich dann verhält, ob die Produktivität wieder steigt oder ob wir weitere verschärfendere Maßnahmen feststellen müssen. Daher, wir verbrennen den Kalender der Feiertage, wir sperren alles weg, es gibt keine freien Zeiten mehr, keine Ferien mehr, keine Geschenke mehr, es bleibt nur noch Produktivität über. Das ist der pure Wahnsinn. Das ist der Wahnsinn. Ich muss in mein Kammerl. Opa. Klar. Das Komitee für die Kalender und Almanachen haben die natürlich die Macht. Aber das geht ja gar nicht. Die Leute wollen keine Feiertag mehr. Das ist ein Wahnsinn. Und ein bisschen Geld sollen sie kriegen. Da muss ich in mein Kammerl gehen. So, ich muss jetzt da was suchen. Und denen, ich brauche da Hilfe. Was gebe ich da rein? Hilfsbereitschaft Kühn Abenteuer Lustig. Mal schauen, was kommt da. Ah, die Pfadfinder Anif. Die müssen mir helfen. Da melde ich mich bei euch und ihr müsst mir helfen. Da freue ich mich. Ich bin sicher, ihr helft mir.